So Leute, wir spielen wieder ein neues Spiel. Es wird, eine Fortsetzung von einem Spiel sein, was wir bereits gespielt haben, und zwar Luigi's Adventure 4. Mario's World Chronicle, The Rival of Tortoise Empire. Ja, toller Name. Total auf Japanisch, was wir natürlich total lesen können. Unbekannte Zeichen, Ausführungszeichen, ja, ne, sowas eben. Und ja, los geht's. Hier ist nur eine Infobox drin, also uninteressant, und jetzt geht's rund. Ohne Save State, nur nebenbei, also ein bisschen vorsichtiger als normal. Ich werde keine großen Secrets auflösen, weil ich das Spiel selber blind spiele. Ich hoffe einfach, ich komme hier durch, ohne irgendwie großartig Game Over zu gehen. Oh, das war knapp, fast tot gewesen. Kann man die kaputt machen? Natürlich nicht. Hier irgendwo rein vielleicht. So freundlich. Nee. Hier vielleicht auch nicht. Natürlich mache ich wieder den einzigen Panzer kaputt. Wir brauchen anscheinend dieses Springboard hier. Toll. So. Eine Blume wäre ganz toll. Ja, na klar. Wir freuen uns auf eine Blume und kriegen einen Schlag ins Maul. Nett. Ja, ein Pilz, Mensch. Als ob ich den noch nie gesehen hätte. Ich will den... Oh Gott, ey. Egal, ich versuch's. Oh! Ja, wir wurden überhaupt nicht bestraft. Toll. Okay, es gibt einen unsichtbaren Midway-Point. Das ist schon mal sehr schön. Wir brauchen wirklich dieses Springboard hier. Nein, oder? Ui. Ja, ich find's. Ich spiele sehr schlecht. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich Mario nicht so intensiv gespielt habe wie andere Leute. Das wird natürlich sein, ganz definitiv. Das Teil spare ich mir jetzt mal. Nein. Juhu, wir fallen am ersten Level, Mensch. Große Aktion. Kann ich beide mitnehmen? Natürlich nicht. Warum auch, bin ja nur ich. Ja, wir wollen den Pilz haben und nichts anderes. Wo ist der Pilz? Hier ist der Pilz. So, Luigi, mein Freund. Freund oder Feind? Überleg's euch, ich mach einen Shelljump. Boah, nein! Oh Mensch, Chucks gibt's ja auch. Ey, das ist doch nicht wahr. Ich spiele schon mit einer Super Nintendo-Schaltung und krieg's nicht hin. Das ist, nächster Versuch. Wow. Ich würde gerne beides mitnehmen, wenn es geht. Aber so nett ist das Spiel anscheinend nicht. So, nächster Versuch. Wir brauchen diesen dämlichen Pilz hier. Zack. Gib dem Pilz auch eine Chance. Hopp. Hopp. Oh mein Gott, wir haben das erste Level geschafft. Ist ja ultra. Ja, Level 2. 1-2, Welt 1, Level 2. Bekannte Musik.
Level ist irgendwie auch ein bisschen bekannt. Und was für eine Überraschung, es gibt keinen Boden. Wir haben noch ein unglaubliches Leben. Bevor wir endlich Game Over sind. Was wir natürlich die ganze Zeit wollten, oder? So, wir brauchen auf jeden Fall dieses Ding. Oh. Epischer Sprung. Na, ich glaube, diese oberen Teile machen wir nie wieder aufsuchen, weil das ist ja... Ja, klar. Mhm. Wir möchten jetzt hier dieses Teil. Ja, sehr nett, sehr nett. Und wir schon im Vorteil. Es gibt natürlich keine Röhre, wo man rein kann. Das wundert mich ein bisschen. Ja. Wir wollen den Coin, glaube ich, haben. Habe ich gehört. Ja, natürlich. Okay. Oh, nein. Nein. Bim. Und wir sind Game Over. Okay, also entweder spiele ich verdammt schlecht, oder... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hier ein bisschen Speed. Ja, los, mach weg den Mist. So, brav. Neuer Versuch, neues Glück. Ich könnte es jetzt rausschneiden, aber so mies bin ich nicht. Ich bin ehrlich, ich habe verloren. Nein. Also bleiben wir dabei. Nein, das war knapp. Das war knapp. Wir wollen hier nur rüber. Ganz, ganz nett hier. So, zack. Midway Point. Springboard. Ach, das ist der Midway Point gewesen. Hab ich gar nicht gemerkt beim letzten Mal. Eine Kirsche. Bekannt aus Mario 2. Aus diesem... nein! Wie knapp das war! Oh mein Gott! Das war übelst knapp. Das war richtig knapp. So langsam nervt das Spiel. Jetzt schon, obwohl ich noch nicht mal zwei Level fertig habe. Komm! Ich weiß nicht, ob es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Ich glaube, für mich ist es schlecht, für euch ist es gut. Weil ihr kommt auf eure Kosten und ich auf meine Nerven. Ich werde jetzt schon zu voll. Das mache ich jetzt einfach eiskalt. So, nochmal Level 2. Deutlich schneller als am Anfang. Ach ja, ich habe entschlossen, dass ich keine Outtakes, also Fehlspielungen, wie man das noch nennen mag, rausschneiden werde. Ich werde alles unzensiert drinnen lassen. Ich hoffe, es ist kein Fehler. Hui. Fehler in dem Sinne, dass ich vielleicht nicht schaffen werde am ersten Mal, deswegen vielleicht ein bisschen ausraste. Das ist aber, glaube ich, schon bekannt aus anderen Let's Plays. Ich sag eine Cyborg Action. Wow. Hier wollen wir unten lang gehen. So, Luigi, mein Freund. Sind wir Freunde oder Feinde? Ich spring jetzt ganz artig da drauf. Jetzt springst du da drauf. Hier drauf. Da drauf. Ah, ganz fein. Was ist hier unten? Man kann nicht runtergucken. Also vertraue ich den Münzen. Okay, da müssen wir drauf. Souverän gemeistert. Wie ein... Oh.
Ja, rüberspringen oder rüberrennen? Rüberspringen. War das ein Fehler? Oh, also bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch kein Fehler. Dass ich das so getan habe. Jetzt möchte ich aber gerne ins Ziel kommen. Bevor ich wieder sterbe. Es wäre sehr, sehr nett, wenn ich dieses Level nicht noch einmal spielen müsste. Boah. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich dieses Level nicht noch mal spielen müsste. Danke. Na also, jetzt geht's doch langsam. Ich hoffe, das Spiel... bleibt so einfach. Das heißt einfach, ich bin schon Game Over gegangen. Ach so, das sind also diese dämlichen... Gut, gut, gut. Bekannte Wasserparts aus den... Nein! Vorgänger. Ganz toll. Die habe ich vermisst. Ja, komm, gib her. Ich nehme jetzt meine Shell mit. Ich habe meine Shell ganz doll lieb. Kam der irgendwie mit dem Shelljump hoch? Nein! Was für ein epischer... Naja, ich sag, ich zähle jetzt einfach mal jetzt. Was für ein epischer, fröhlicher Shelljump. Ich liebe diese Shells. Gib mir die Shell. Nein. Ich wollte... Ja, komm. Das ist jetzt ein Witz, oder? Nicht mehr lustig. Ich werde diese... Ich werde jetzt eine Shell haben und dann mache ich dieses Level fertig. Ich würde gerne irgendwie speichern. Was irgendwie nicht erlaubt ist, weil es hier nur Speicher nach einer Burg oder einem Geist ausgibt. Das heißt für mich so viel wie Augen zu und nochmal machen. Wenn ich jetzt wieder sterben sollte, natürlich nur. Komm her, du blöder Gumba, ey. Aber komm, ey, das ist doch nicht wahr. Keine Gnade für Crazy Kong. Ja, ja, tolle Idee. Nochmal. Toll, ich freue mich drauf. Cool. Mensch. Tolle Aktion. Oh, ich liebe dieses Spiel. Total toll. Mensch. Könnte ich jetzt halt wieder spielen. Zack. Ja, springt der so eiskalt darüber? Was soll denn das? Boah, nee. Ich dachte, Dead Space ist das einzige Spiel, das es so hinkriegt, mich so aggressiv zu machen, aber jetzt irgendwie bin ich angepisst von diesem Spiel gerade. Los, komm wieder. Koopamann, komm runter. Ich will noch bis zum Midway Point kommen, bevor ich diesen Part beende. Zack. Nein. Ein bisschen Speed, dann schaffe ich es nicht mehr. Du stirbst jetzt, Freundchen. Los, komm her. Warum habe ich den nicht zuerst geholt? Na, ob ich das erste Level noch schaffe? Ich sage nein. Aber ich probiere es mal. Was tue ich da? Oh Gott, ich bin so dumm. Zum Selbstschlagen. Okay, jetzt mache ich hier einen Break. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ich hoffe, ich schaffe es dann endlich, weiter ins Level 3 zu kommen. Bis gleich.